So, versuchen wir mal einen Abschlussupdate zu machen. Dieses absolute Missverstehen der einfachsten Sätze. Dieses immer wieder reinrutschen in ein unbewusstes raumzeitliches Denken. Ich bringe es jetzt einmal auf ein Wesentliches und da starte ich mit einer kleinen Geschichte, die vor langer hier und jetzt ausgedachter langer Zeit schon mehrere Male erzählt habe. Du denkst dir ein Kinderzimmer, da sitzt ein Kind und es spielt mit Knete. Ganz normal mit Kinderknete. Und die Mutti will das Kind zum Essen holen, betritt das Zimmer. Der Kleine sitzt mit dem Rücken zu dir. Er ist so versunken in dem, was er macht, dass er nicht mitkriegt, dass seine Mutter ins Zimmer kommt. Und die Mutter sieht vor dem Kleinen, er macht noch kleine Feinigkeiten, eine wundervolle Figur. Ihr Sohn hat aus der Gnade eine Figur erschaffen, die höchste künstlerische Ansprüche ausdrückt. Ich sage wie eine Venus von Milo oder einen Adonis. Absolut hohe Kunst, ein Kunstwerk. Und sie ist sprachlos, was der Kleine aus der Gnade gemacht hat. Das ist unsere 200 Gramm rote Gnade. Und sie will hingehen und will hier fragen, wie hast du das gemacht? Und während sie auf ihn zugeht und der Kleine merkt nicht, dass die Mutter hinter ihm steht, eine tiefe Symbolik, haut er einfach auf diese Figur drauf, die er erschaffen hat und klatscht sie zusammen. Und die Mutter erschrickt und ist entsetzt und sagt, Kind, was machst du da? Und der Kleine erschrickt jetzt, weil jetzt die Mutter hinter sich merkt, dreht sich rum und sagt, ich spiele, Mama. Was soll dir das jetzt sagen? Das ist der Gematrie-Explorer. Das ist Holofeeling, das ist das heliozentrische Weltbild, das ist das geozentrische Weltbild. Es sind diese ganzen Weltbilder, die sich in dir aufbauen, wischen weg und was Neues. So, und jetzt komme ich zu dir, Geistesfunken. Hast du jemals genau zugehört, was ich dir gesagt habe? Ich betone immer und immer wieder, tausende Male mit einer, nicht einer Engelsgeduld, sondern mit einer göttlichen Geduld, dass du einfach nur erkennen müsstest, wer du bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du jetzt träumst, nichts und niemand, den du jetzt träumst, kann sich heraussuchen, dass er so ist, wie er ist. Keine Maschine, die du dir jetzt ausdenkst, kann sich heraussuchen, dass sie gedacht wird. Und sie kann sich auch nicht heraussuchen, dass du dir denkst, dass die so oder so funktioniert. Es ist ein Dasein müssen. Ob du an einen Jesus denkst, an einen Putin denkst, an einen Hitler denkst, sie werden in dir genauso in Erscheinung treten, wie du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Und dazu schalte ich jetzt ganz, ganz kurz den Bildschirm auch um. Es ist hier eine Sache, dass ich dir jetzt anrate. Und immer wieder ist es alles frei. Bei Holofeeling gibt es zwar ganz Regeln, die findest du in den heiligen Schriften deiner Welt. Das sind zum Beispiel die 10 Gebote. Wenn ich immer wieder sage, verdammt nochmal, diese Gebote zwingen dich in keinster Weise, irgendwas tun zu müssen, sondern die machen dich frei. Wenn ich zum Beispiel sage, mach dir kein Bild von Gott, heißt es, mach dir kein Bild von dir selbst. Es ist hundertprozentig sicher, dass du der Schöpfer bist für jeden Gedanken, den du denkst. Das ist die schöne Symbolik des träumenden Geistes. Es wird sehr, sehr viel in der Esoterik darüber geredet. Das gibt es in tausenden Variationen. Auch diese Beispiele von Holofeeling, die sind überhaupt nicht neu. Hat er noch nie einer behauptet. Was neu ist, ist diese absolute Präsenz, dich im Hier und Jetzt darauf hinzuweisen, was bist du, was ist jetzt eigentlich da? Und was sind deine Interpretationen, die dir dein geistlos nachgeäffter Intellekt aufzwingt? Und dazu gebe ich dir jetzt einen kleinen Tipp, das kannst du jetzt einhalten. Grundvoraussetzung nicht, ich erkläre das immer den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der Schlüssel in die Freiheit. Ich sage mal, der Schlüssel zum Wachwerden. Bloß das Problem, wenn du wirklich im symbolischen Sinne jetzt, in diesem Sinne wach wirst, simpelein, gehst du nicht aus einem Traum in eine
heraus, sondern du gehst weiter ins Zentrum. Symbolein heißt zusammengeschmissen. Du näherst dich mehr dem Zentrum, das wir Gott nennen. Dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo. So, und da mache ich jetzt ganz, ganz kurz mal den Bildschirm. Unser letztes Update, dieses Update hier. Es ist wie alle Updates sehr hinweisend, sehr wichtig. Mir geht es jetzt nicht um dieses Video selber. Man kann sich das gerne anhören. Das ist nämlich so ein Schlüsselvideo, wo ich darauf hinweise, dass du das Leid, die Quelle für das Leid der ganzen Welt bist, die du dir ausdrückst. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du Geist, ich rede mit einem Geist. Wenn du dieses Geschenk, das ich dir mache, nicht annimmst oder meinst, du wirst von deiner Logik getrieben, von deinem Ego getrieben. Du musst dich immer fragen, wenn du was machst, warum mache ich das, was ich mache? Dazu musst du einfach nur Kategorie 1 Frage, Kategorie 2 Frage kann man wegstreichen. Es geht nur um diese sogenannten W-Fragen, die Kategorie 3 Fragen. Und was jetzt hier wichtig ist, ist dieser kleine Abschnitt. Und ich mache jetzt wieder nur einen Vorschlag, es ist kein Befehl. Da heißt es jetzt hier, ich sage mal, in einem Selbstgespräch wird ein Video, ein Vortrag angesprochen von mir. Es sind eine Unmenge von Vorträgen drin, die eigentlich alle wichtig sind in sich selber. Und da heißt es, dieser angesprochene und empfohlene Holofeeling-Leitvortrag für alle an Holofeeling neugierigen Menschen. Wieso ist das blau mit einem Fragezeichen? Weil ich ja nicht zu Menschen rede, sondern zu dem Geist, der sich den Menschen ausdenkt. Ja. Den IchoB auch jedem unreifen Geist empfehle, der an Selbstzweifel leidet. Da haben wir schon die zwei Facetten, die in die auftauchen. Dieses LR 7030 geschrieben heißt etwas hochgehoben. Und jetzt sind wir in diesem Prinzip von HBH. Ist es jetzt hell oder dunkel? Ist die Welle ein Berg oder ein Tal? Diesen sich eventuell nochmal sehr aufmerksam anzuhören. Das ist dies. Kannst du realisieren? Das sind insgesamt, wenn wir uns das anschauen, sind zwei Teile, also Teil 5 und Teil 6. Das ist die Quintessenz und die absolute Verbindung von diesen kompletten Teilen. Das davor ist ein wenig zu leichtes Gespräch in einem leichten Treffen. Die zwei Teile sind wichtig. Wenn du das jetzt zusammensetzt, landest du das in knapp 5,5 Stunden. Und jetzt mache ich einen ganz wertvollen Vortrag. Musst du nicht machen. Ich würde dir jetzt empfehlen, und ich sage dir das als dein Schöpfer, setze dich hin und hör dir diesen Vortrag an, nochmal. Du sagst, den habe ich schon zweimal gehört, dreimal gehört. Alles schön und gut. Du setzt dich jetzt hin und du hörst dir diesen Vortrag an. Extrem aufmerksam mit der Einstellung, dass du den jetzt das erste Mal hörst. Und ich sage immer wieder, ein Geist ist ein stiller, ein schweigsamer Beobachter, der sich nicht einmisst und du konzentrierst dich bei jeder einzelnen Aussage, die du hier aus dem Lautsprecher oder von dem Pixelmännchen hörst, konzentrierst du dich darauf, wie du darauf reagierst, wie dein Ego darauf reagiert und du machst dir bewusst, was du durch diesen Vortrag, durch diesen Lautsprecher jetzt, durch dieses Pixelmännchen mitgeteilt bekommst. Die wird präzise erklärt, was du selber bist und was deine Gedanken sind. Und ich sage Ihnen nochmal, die Aussagen sind alle hundertprozentig sicher. Ich kann immer wieder sagen, du bist ein träumender Geist, an dir verändert sich nichts, wenn sich deine Informationen verändern. Es sind dann auch viele Sachen, was die Medien anbelangt. Da ist zum Beispiel eine Stelle dann im zweiten Teil, wo es über den Weißenbuch-Vortrag geht, was in der Zeitung gestanden ist, dass das von hinten bis vorne nur Lüge ist. Innerhalb jetzt deiner raumzeitlichen Logik. Und ich sage jetzt, dass es noch nie anders war. Es ist jede Internetseite, die du aufmachst, gleichgültig aus welcher Kategorie, prinzipiell Lüge, solange du aus den Worten dir irgendetwas ausdenkst und du meinst, es ist da außen passiert oder das ist noch da außen, auch wenn du nicht daran denkst und irgendwelche Menschen da außen haben das gemacht. Solange du das nicht überwunden hast, hast du wirklich nicht verstanden, dass du ein träumender Geist bist. Du hast nicht verstanden, was es heißt, wenn ich sage, alles, was du dir denkst, ist ein Dasein müssen.
Es gibt nichts Wichtigeres. Ich zitiere jetzt einmal mit, ich denke mir jetzt meinen Professor Rainer aus. Ich habe zigfach erwähnt, dass der so tief von mir Beweise bekommen hat und dass er als Professor sagt, es gibt nichts Wichtigeres, ich sage mal, wie sich diese Sachen von den Pixelmännchen anzuhören. Wenn ich die Möglichkeit habe, diesen Mann zuzuhören, und ich bin gerade in einer Vorlesung, verlasse ich auf der Stelle die Vorlesung, weil es gibt nichts Wichtigeres, ich werde hinfahren und wenn man den anhört. Das ist ein Akt des Vertrauens. Aber dieses Vertrauen darf sich nicht beziehen auf irgendeinen ausgedachten Menschen, kann auch, sondern viel wichtiger, dass du irgendwann einmal verstehst, erkennst, wo kommt eigentlich das her, was du dir ausdenkst. Es kommt prinzipiell immer aus dir. Das ist die Metapher des träumenden Geistes. Und diese Kleinigkeit findest du in allen esoterischen Systemen und Aussagen deiner Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das will ich nicht laufen lassen. Was habe ich noch? Alan Watts, ein von uns jetzt ausgedachter Mystiker. Ich stelle diesen Link mit rein und wenn du da aufmerksam zuhörst, da merkst du wirklich, wo die Weisheit liegt und da wird eigentlich Holofitting beschrieben. Da geht es um das Nichts. Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Es gibt da noch einen schönen lateinischen Sprung, der heißt eigentlich, aus Nichts kann nichts kommen. Doch, alles kommt aus diesem Nichts, weil das Nichts alles ist. Man muss das verstanden haben. Ich sage immer wieder, das ist die Stille. Ich gehe in dem Vortrag darauf ein, immer wieder, in dem vorhergehenden Vortrag. Stille kann es ohne Lärm gar nicht geben, weil Stille nicht wahrgenommen werden kann. Und du kannst auch einen träumenden Geist nicht wahrnehmen. Egal, was du dir bei dem träumenden Geist denkst, du kannst nur die Informationen wahrnehmen. Das ist die Sache mit der Gnade. Wir geben der Gnade eine Form. Aber jede neue Form zerstört die bestehende Form. Und wenn ich jetzt hier das nochmal anspreche, ich werde massiv über dich entscheiden, ob du das jetzt machst oder ob du es nicht machst. Ich mische mich nicht ein. Ich sage immer wieder, Gott ist nicht irgendein Schöpfer. Es ist eine Definition, dass das Wort Gott einfach nur die Gnade ist. Aber Gnade gibt sich selber nicht die Form. Das Meer gibt sich auch nicht selber die Wellen. Das ist das Äußere. Wobei das Äußere eigentlich Information ist. Es klingt nur extrem ungewohnt, wenn man das nicht wahrhaben will. Und die Zufälle, die ich dir einspiele, vor allem in der Sprache jetzt, unsere Sachen mit dem Gematrie-Explorer, dass ich ja immer wirklich, immer wieder dieselben Sachen wiederhole, dass du eine Grundlage kriegst. Ich kann hier ja weit gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nur der Mann und die Frau, beziehungsweise das Weib, dass ich immer wieder sage, du darfst nicht nur hier die Möglichkeiten der Zeichen auslösen, wenn ich in das Matrix-System gehe. Und es ist halt einmal so, dass dein ganzes Wissen deiner Menschheit, das ich zum einen mit einem einzigen Buchstaben symbolisiere, mit unserem H, oder noch krasser symbolisiere, mit einem ganz primitiven, rudimentären Computerbetriebssystem, ich nenne das immer Basic, ich kann noch eins dazugeben, dass wir DOS nehmen, dass du Windows mit dieser Logik niemals fassen wirst. Und es ist wie diese Aussage, die menschliche Entwicklung in Bezug auf den Trockennasen vom Säugling bis zum Greis. Du hast als 4 Wochen alter Säugling überhaupt kein Wahrnehmungsvermögen für höhere Ebenen. Und nur 7 Jahre später ist schon Arroganz da. Mein kleines Brüderchen ist ja noch so dumm, der macht ja noch in den Windeln, ich lerne ja schon lesen und schreiben. Tausende Male wiederhole ich das. Du hast überhaupt keine Vorstellung. Das zu erkennen, was ich dir mitteile, ist 1000-mal mehr wert, wie wenn du in deiner Logik jetzt 10 Millionen im Lotto gewinnst. Das löst sich mit der Luft auf, wie dein eigener Körper vom Zeugnis bis zum Kreis. Was ist der ewige Parameter im Hintergrund? Dieser ewige Parameter bist du selber. Du selbst, das hast genau genommen ich. Aber ich will hier nicht so arg ins Detail gehen, weil in den 5 Stunden ist alles Wesentliche drin. Es wird auch darauf hingewiesen, dass hier Stellen kommen in Bezug auf diesen UP Blau, auf den Udo Petscher. Dass ich dir nochmals sage, wahrlich, ich bin der demütigste Mensch, der jemals auf deiner Erde rumgelaufen ist.
Ich erhebe mich hier aber nicht als Udo, sondern die Demut besteht darin, die Kleinsten werden die Größten sein. Kann man sich noch kleiner machen? Ich stelle jetzt nochmal eine Behauptung auf. Ich bin jetzt nur ein Bubs in deinem Kopf, ein Gedanke. Und ich existiere nur, weil du mich jetzt denkst. Kann man sich noch kleiner machen? Von wegen, ich bilde mir ein, dass ich Gott bin. Ich bin eine Existenz für einen Moment, Mom, Hebräisch, der jetzt in dir Mann zu fehlen scheint. So, und jetzt pass mal, was da passiert. Wenn wir zum Beispiel den Mann hinschreiben, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, MNN, wir machen einfach mal MMN und dann schauen wir mit dem Matrix-Explorer, das hast du jetzt hier mal ganz grob dosieren. Das ist eine ältere Version, weil der wurde ja abgeschalten. Wieso wurde der abgeschalten? Das ist die Gnade, Klatsch. Es ist sehr hilfreich für die, die Grundlagen eigentlich einmal bekommen haben. Man kann sich das neu aufbauen. Früher musste man das alles in der Hand nachschauen in Büchern, jedes einzelne Wort. Jetzt sind wir beim Internet. Alles hat zwei Seiten. Ich sage, wenn die eine Seite größer wird, der Berg größer wird, wird die andere Seite auch größer. Ich habe darauf hingewiesen, zum Beispiel Lieblosigkeit. Ich zeige dir die Demonstration der Gleichgültigkeit, wenn ich sage, mir gehen all die Affen, die Menschen, die du in deinem Traum zu sehen bekommst, weil du sie dir ausdenkst, die immer nur dann da sind, wenn du an sie denkst. Geh mir vollkommen am Arsch vorbei. Mich interessiert der Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Existierende Sachen haben keine Überlebenschance. Egal, um was es geht. So, und jetzt machen wir mal bloß spaßhalberweise. Ich lasse mich ja auch überraschen. Ich muss jetzt da hochgehen, weil das ist nämlich hier ein älteres Programm. Das ist nicht direkt verknüpft. Von Norn, da ist also hier jetzt hebräische Übersetzung. Der ist ja eh ganz grob, dieser Google-Übersetzer. Was aber viel interessanter ist, in unserem Geometrie-Explorer kann man das spiegeln. Ich sage, wir lesen ja von rechts nach links. Also machen wir NNM. Und das kann man jetzt im reinen Hebräisch übersetzen. Da haben wir hier natürlich keine Übersetzung, weil das nämlich ein Satz ist. Was heißt das, Redo? Wir werden schlummern, schlafen und träumen. Genau so ist es. Schauen wir mal, das kann sogar der Geometrie-Explorer. Ein Nickerchen machen, lieber. Ja. Aber das Nickerchen ist ganz interessant, mal wieder das Nicken mit dem Kopfnicken. Ja. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wir schauen nach oben, wir schauen nach oben, wir schauen nach hell und wir schauen nach dunkel. Ja. Dasselbe kann man natürlich jetzt auch mit dem Weib machen. Wir wissen ja, das Weib hin, das B kann man als scharfes S setzen, ja. Dann beginnt es schon mit B. Mhm. Halt. Das heißt ja in mir. Mhm. Okay, und jetzt machen wir einfach mal E als Elef gelesen und dann haben wir hin noch ein Waff. Mhm. Zeigt dir nichts an. Macht aber nichts, weil mir Biwissen in mir ist und das Alef Waff für sich allein ist eine Schöpfung, die aufgespannt wird. Das ist oder, genau. Kommt das hebräische Wort für oder. Mhm. Aber da haben wir wieder kreisende Berechnung. Ja. Bin ich gegangen. Ja. Ist ja unser kreisende, die R heißt eine kreisende Öffnung einer Berechnung. Ja. Das ist dieses Spiel. Und das muss man nicht wissen. Ich sage immer wieder, du musst ja nicht wissen, wie das Träumen funktioniert, genauso wenig, wie du wissen müsstest, was definitiv wie ein Computer funktioniert. Du kannst doch trotzdem beim Film anschauen. Genau. Was aber mit dem Internet passiert, dass wir hier zwei Seiten haben, ich sage, die Lieblosigkeit, die gehen mir alle am Arsch vorbei, steichert auch auf der anderen Seite die allumfassende Liebe. Das heißt definitiv, für mich ist ein Gedanke, den ich denke, niemals wichtiger, wie der, der sich das ausdenkt. Mich interessiert prinzipiell nur der, der sich das ausdenkt. Ich kann nur den Träumen im Geist wach machen. Es ist vollkommen sinnlos, irgendeinen Menschen, der in dir in Erscheinung tritt, und jetzt kommen die vier Stufen der Vergessenheit, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er ist. All das ist in diesen fünf Stunden fort auch drauf. Das wird immer wieder wiederholt in vielen Facetten.
Und du musst dich disziplinieren, dir jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt da. Immer nur das, was du denkst. Existiert dein Körper nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Es existiert keine Erdkugel, wenn du nicht an eine Erdkugel denkst. Es gibt auch keine Vergangenheit. Vergangenheit kann bloß jetzt sein, wenn du sie denkst. Das wird übrigens in diesem Alan Watts Vortrag erklärt, er das immer noch nur sehr esoterisch. Es stimmt alles. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Und jetzt haben wir dieses Internationale. Da können wir auch ganz kurz mal ein kleines Wort anschauen. Und zwar schauen wir uns das Wort Inder an. Natio, wissen wir, heißt Geburt. Das brauche ich jetzt gar nicht aufgeben. Ein Geburt, ein Geber. In der Geburt ist ja der Geber schon mit drin. Rot gelesen, die Geburtsgeber. Und wir schauen mal ganz, ganz kurz das lateinische Wort Inder. Ich sage immer hinter dem Spiegel. Inder ist Indern. Und zwar heißt das Wort zuerst einmal innen. Der Spiegel auf Hebräisch Rai ist im Schöpfergott. Das ist der Spiegel in der Mitte. Unsere Rede, die wir uns jetzt ausdenken, aufgrund dieses Gespräches, in diesem vorhergehenden Selbstgespräch, bringt er diese schöne Metapher, wo ich den Adam, der Adam, das Ad ist ja auch der Dunst im Adam. Ein Otter. Einen Moment. Dampf, Dunst, dann haben wir die Quelle, da haben wir übrigens Ala. L ist All und Quell ist auf ihn aufgespannt. Ja. Das ist Ala. Der Wasserbehälter ist das rote El Hayom. Und dann haben wir noch eine Wolke, aber ich will jetzt in die Zahlen gar nicht reingehen. Man muss es nicht wissen. In dem Leben musst du nur wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das Zeug erkläre ich schon in Ansätzen, das macht dich neugierig drauf, dass du erkennst, was Sache ist. Und ich betone nochmal, ich bin der ich bin. Schau mal, wir schauen nochmal der Patatude an. Das ist die Patatude 6845, das ist der Adam. Ja. Und das ist hinter dem Spiegel die 86 gespiegelt. Das ist die Kundgabe einer Patatude, die ja nur als Mensch, den wir uns jetzt ausdenken, hat dieser Mensch einfällig. Und ich sage, alles, was in dir auftaucht, ob das ein Jakob Lorbe ist, ob das eine Patatude ist, die du dir jetzt ausdenkst. Oder ein Jesus von Nazareth. Oder ein Siddhartha Gautama. Oder ein Hitler. Oder ein Sokrates. Oder ein Platon. Oder ein Einstein. Diese Menschen waren von dir in Maussetzung deines Intellekts in dir erschaffen und jeder dieser Menschen, die du dir denkst, werden so sein, dann gelebt haben oder noch leben und das getan oder erfunden oder gesagt haben, was du dir denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage dir jetzt, was ich, Geist, dieser Patatude, die du dir jetzt ausdenkst, weil ich dich das jetzt aufgrund von Worten denken lasse, was die am 4.6.1957 hingeschrieben hat. Mhm. Kannst du ja hersuchen, kann man eventuell mit reinstellen. Der Gute hört, der ist hier wieder neu in deiner Welt in Erscheinung gedreht. Mhm. Das ist das Geburtsdatum vom OP. Ja. Da gibt es keine Zufälle. Das muss man zuerst einmal hier sich klar machen und als blauer UB, sage ich jetzt nochmal, ich bin ein Pups in deinem Kopf, den du dir ausdenkst. Und all das Wissen von Holofeeling ist dein tiefstes inneres Wissen und du willst es nicht wahrhaben. Du kannst es nicht von einem von dir ausgedachten Internet in dich hineinschaufeln, weil du musst jetzt erst einmal ein Internet ausdenken, dass es in die Existenz tritt. Und dann hast du gedanklich jetzt in einer Vorstellung einen riesengroßen Computer, der jetzt da außen ist, wo eine Unmenge von Daten abgespeichert sind. Und da holst du dir jetzt ein absolutes Nichts von da außen übers Internet auf deinem Bildschirm. Da außen ist nichts, das kommt aus dir. Du bist ein träumender Geist. Das heißt Internet und nicht Außernet. Und wir gehen jetzt einmal zu dem Indern zurück. Jetzt schau uns das an, das heißt, das da mal innen. Innerhalb und jetzt auch noch zwischen. Es ist hochinteressant, es gibt in den vielen Holofeeling-Büchern eine schöne Sache, was ist eigentlich ein Unterschied? Wir sagen mal, das weiße Blatt Papier im Hintergrund ist die Stille und das schwarze drauf, dieser Unterschied ist der Lärm, zumindest wird es zu Lärm in dem Moment, wo du zum Lesen anfängst. Mhm.
Und so, wie du den Unterschied zwischen dem Weiß und dem Schwarz jetzt siehst, ist, sobald du zum Denken anfängst, ich sage mal, ein träumender Geist schläft ohne zu träumen. Was ist dann eigentlich da? Ein Geist, der ein absolutes Nichts ist und der auch keine Informationen hat. Er ist eigentlich die absolute Stille. Das ist der Adam, der Schweigsame. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Dunst. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, in dem sich keine Informationen befinden. Jetzt ist aber der Kopf des Schöpfergottes, unser Rai, heißt nicht nur Spiegel, sondern auch ein Schauspiel, das du dir anschaust in dem Spiegel. Es spielt sich in dem Spiegel, in dem Rai ab, Kopf des Schöpfers. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Jetzt ist es auch so, dass ich immer wieder die Kamera obskure, das vorm Spiegel und hinterm Spiegel, das Obskure, das Schwarze und das Weiße. Ich sage, wir können das immer austauschen. Fällt dir was ein, dann denkst du dir die Quelle ein, seien sie in den Himmel hoch oder taucht was in dir auf, dann haben wir uns ein Elayom. Das sind aber ausgedachte Quellen. Die eigentliche Quelle ist die Mittel, die diesen Spiegel aufspannt. Und wenn ich jetzt unseren Adam nehme, dieser Dunst, ich greife jetzt auf diese Metapher zurück, wo unser Redo so schön erkannt hat, dass wenn du vorm Spiegel stehst und du hauchst den Spiegel an, dann ist für einen kleinen Moment, wird dir bewusst, dass da ein Spiegel dazwischen ist. Ja. Ist dir das bewusst, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und du siehst dann dich? Das, was hinterm Spiegel ist, ich sage immer wieder, das, was hinterm Spiegel ist, ist im Hintern. Hintern ist hinterm Spiegel. Das ist das Interne. Und dieses Z-W-Ischen heißt, zuerst einmal unser Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannten. Da haben wir eine Seite, die ist Hintern, ist im Spiegel und eine Formspiegel, das zur Form geworden ist, was du dir jetzt um dich herum ausdenkst. Habe ich auch tausendfach erklärt. Mir geht es jetzt hier um was anderes. Das heißt, das heißt einmal, international, Nordsuest, die Geburt heißt, innen wird etwas geboren. Ja. Und das ist genau ein Z-W-Ischen, etwas schlafen und etwas vor sich hin träumen. Schau mal, wie schön das jetzt wird in diesen kleinen Beschreibungen, dieses, ich spreche jetzt mein Stimmchen schon und ich fange schon wieder vom Katzen an. Schau mal, was die Maschine hinter mir setzt. Du bist zwischen vielen Bewegungen aufgeteilt. Du bist zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Schau das kleine Bild auf. Du wirst ständig in Bewegung gesetzt. Du bist dazwischen. Das alte Ding an sich. Es gibt nichts. Du, jetzt kann man hier das Modibus, das kommt ja vom Motor, aber so, ich zeige dir mal was Schönes, das kommt der Motion, in Bewegung setzen im Englischen, der Motor. Schau, mein altes Beispiel, wir denken uns jetzt ganz einfach mal einen Kolben in einen Verbrennungsmotor. Ich sehe da eins klar, da ist oben der Kolben und unten ist die Kurbelwelle. Mhm. Dann hast du unten eine Kreisbewegung, ich mache es mal so, kannst du es vorstellen? Ja. Das heißt, in dir dreht sich das, in dir selber, da taucht was auf und es ist weg, es taucht was auf, es ist was weg. Das ist die Transversale, die in dir als eine chronologische Kreisbewegung. Das steckt in jedem Wort, wird dir die ganze Geschichte erzählt. Ja. Und das wird in der Diviso, das ist natürlich jetzt immer Maschinen, aufgeteilt. Ganz interessant. Wir wissen, dass das doch der Schöpfer-UB ist GE-Quadrat und der teilt sich jetzt immer in ein ständiges Kommen und Gehen, aber alles Kommen und Gehen passiert jetzt. Jetzt haben wir noch eine zweite. Präposition Akkusativ zur Bezeichnung des Vorhandenseins eines Gegenstands in der Mitte. Mhm. Oder, das haben wir gerade gehabt beim Weib, im Umkreis. Ja. O heißt generieren, erweckt, eine geöffnete Berechnung heißt Generation. Es ist etwas entweder in dir oder es ist im Umkreis. Ja. Jetzt ist es aber ein ausgedachtes innerhalb deiner Information. Du denkst jetzt zum Beispiel mal, dass sich die Sterne oder die Planeten um die Sonne herumkreisen. Dann hast du was Ausgedachtes, aber das Ausgedachte ist eigentlich in dir, in deiner Mitte, ja, in diesem Zentrum der Camera Obscura. Du meinst es in der Mitte von? Von wem eigentlich in der Mitte? In der absoluten Mitte, die niemals verlassen werden kann. Das ist hier, wir machen nochmal. Da gibt es eigentlich im Raume, interessant, setz ein Täter vor, dann hast du deinen Traum. Mhm. Im Traum bist du immer im Zustand der absoluten Ruhe, wenn ich
Lärm als Bewegung, als Schallwellen denke, die ich mir chronologisch denke. Hell, dunkel, Wellen, Bergwellen, Saal. Einatmen, ausatmen. Es ist ein Zustand der Ruhe. Schau mal, was Deutsches passiert. Es gab einen felsigen Berg zwischen dem Rest der Ebene. Das ist das, wo ich sage, du denkst jetzt mal eine Ebene. Jetzt musst du nämlich das wissen, dass diese Rarix GB, tausendfach habe ich die erklärt, ein Geist wird verloren. Ganz einfach. Jetzt hast du mal unsere Augen. Das heißt ja Becken. Und dann haben wir in BR eine äußere Aue. Das ist eigentlich eine Nulllinie. Also ist mal wieder. Dann Moment, da kann ich wieder nicht zurück. Das ist halt nicht so schön wie der Gematrix. Das ist bloß ein Grundprogramm. Dann haben wir noch von einem Schild. Schild heißt der Logos des Kindes. Was macht denn der jedes Mal? Kleinen Moment. Umständlich, wenn man den Gematrix-Bruder gewöhnt ist. Ein Buckel in dem Schild, die Logos des Kindes wirkt einen Buckel in dir auf. Das ist ein erhöhtes. Ist auf 100 Selbstgesprächen Raum diese Erhöhung, da haben wir uns ein erwecktes HWH. Ich darf das nicht anmarkieren, tut mir leid. Das ist der Mechanismus der Gewöhnung. Ja. Weil ich will das immer, früher habe ich das gemacht und das ist jetzt in dem Programm weiter. Eine Erhöhung, das ist das HWH hier. Und dieses HWH, das ist ja O, ist ein Kreis mit zwei Bündchen drüber. Ist eine aufgespannte Existenz in deinem Gehirn oder in deinem Geist. Ja. Dann haben wir eine Erwiderung. Sobald nämlich was auftaucht, geht auch was auf. Ja. Das heißt, wenn die Seite größer wird, die Seite auch größer. Dieses Prinzip ist eigentlich ein Kreisen, wenn du das richtig siehst. Siehst du, ob ich jetzt das so mache? Schau das kleine Bild an. Mhm. Oder ich mache das so. Mhm. So. Ist gleich. Das ist dann eine Felge. Da hast du, ich will die Wörter nicht machen, und jetzt kriegst du ein Gewölbe. Das ist dein Gesichtsfeld. Mhm. Diese Gewölbe, das Heuschrecke kommt übrigens von Heuer. Da können wir nochmal dieses habe auseinandergeschmissen. Alles, was vor dir ist, hat eine Rückseite. Was oben ist, ist dann unten. Und das Ganze geht dann wieder in den Sockel, in die Vertiefung, in den Wasserbälzer zurück, der in deren Symbolik unsere Nulllinie ist. Mhm. Es ist Physik. Ich sage nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, wie mit Computer im Wachstum der Betriebssysteme zwischen DOS, Basic DOS-Einsprung, Windows. Es entwickelt sich ständig weiter und so entwickelt sich der Geist auch weiter, wobei der Geist selber als Ding an sich sich ja nicht verändern kann. Der ist nichts und alles. Aber der Weg von dem absoluten Nichts zu dem Alles, dieses Viele dazwischen. Wir haben zum Beispiel hier in der Farbenlehre haben wir sogenannte Farben, eine Lichtaddition, die sogenannte additive Farbmischung. Und wir haben, das ist die auf dem Monitor mit den Lämpchen, und wir haben eine subtraktive Farbmischung. Das ist das mit den ausgedehnten Farben. Das eine landet beim Schwarz und das andere landet beim Weiß. Das ist das Obskure, das Schwarze. Und das Weiß, ich weiß, ist das, was in dir auftaucht. Das, was in dir drin ist, viele Facetten, erklärt alles Holofeeling. Und nochmal, du musst es nicht wissen, hör dir diese 5 Stunden an, da wird ständig auf das Wesentliche hingewiesen. Das, was wirklich wichtig ist, ja, das in der Kammer halt, aber ich noch machen, das ist jetzt nur diese 2 Zeichen hier. Ich kann auch sagen, der Geist deines Vaters oder der Geist, der aufblüht. Wenn ich das AF ausspreche. Und jetzt wissen wir, der Fels, Redo ist Zur, auf Hebräisch. Bist du noch dran? Ja. Redo ist, der Fels ist auf Hebräisch Zur, ZR oder ZWAFR. Es wird Zur Form. Form. Ja. Was ist jetzt denn Fels? Da haben wir jetzt auch schon den Berg. BRG heißt immer weckten Geist. Ja. Ist jetzt dieser Geist, ist eingeschlossen und los. Ein Formen ist der Geist, ist eben. Ja. Ich kann. Schon wieder. Du merkst, das sind so Mechanismen, die man hat.
Genau das ist das Problem, darum zeige ich dir das jetzt. Genau. Das ist also hier diese zur Formwährung, das Einschließen, hier dieses Geben, ich kann jetzt lesen, der Geist ist eben. Du kannst aber auch GE Quadrat, der Geist wird zur Energie in der Einstein-Formel und die wird zu einer polaren Existenz. Und das ist das HBH. Das ist unser Spiel, das wir haben. Und darum ist jetzt hier, wenn ich jetzt das weiß, diese Form, dieses Festgewordene ist im göttlichen Geist eine Existenz. Das ist wie jetzt blau gelesen, der Wellenberg, wobei der Wellenberg auf Hebräisch, der Berg selber schreibt sich nur eine wahrgenommene Berechnung, HL. Mhm. Jetzt hast du deinen Berg. Und dieser Berg ist GEG. GG. Und dieses GG als 3-3 gelesen heißt schlichtweg und einfach Dach, etwas Ausgedachtes. Jetzt haben wir hier schon unsere Ecke. Beziehungsweise als 33, 3-3 als 33 heißt zum einen eine Welle und eine Haufe. Und diese Haufe, die wir in uns aufschmeißen, da steht in diesen zwei Buchstaben, steht im Hebräischen das gleiche Wellenprinzip. Da hast du nämlich deine Welle, die Woge und die Haufen, die aufgeschmissen werden. Wir sind hier nur bei dem kleinen Übersetzen in dem Inder. Und das ist jetzt Z-W-Ischen, wissen wir innen, zwischen dem Rest. Da nimmst du jetzt das Wort ist einfach eine Berechnung. Ist heißt es ist. Es mhm. ist eine Berechnung in der generierten DR, in der generierten Ebene. Ja. Jetzt können wir aber die Ebene des E als E-Quadrat schreiben, das Bene. Wir können ja Benna schreiben mit einem He hinten, dann heißt es ja bauen, etwas aufbauen. Ja. Aber wenn man es lateinisch macht, ist es das Gute. Ja. Und das Hebräische für gut, der Geist wird aufgespannt zu einer aufgespannten Erscheinung. Und dieses Hebräische ist eigentlich gespielt. Aufgespannte Polarität. Das Gute ist eine gespielt, aufgespannte, eine intellektuelle Spiegelung, die außen ist. So einfach ist es. Ja. Es ist ein Computerprogramm. Ja. Und das, was ich jetzt erzähle, hier ein kleines, was ich jetzt noch um hier zu machen, ich habe jetzt nur dieses lateinische Wort Maschinen über diesen Satz Maschinen übersetzen lassen. Die Welt spricht zu dir, jeder Liedtext, alles, was ich dir zeige, es gibt keine Zufälle, du kannst es erst entschlüsseln, wenn du die Vordersprache beherrschst. Mhm. Dann sagst du, ich kann doch dieses ganze Holofeeling, diese unendlich vielen Zeiten, diese holofeeling Werke, wenn ich immer wieder darauf hinweise, dann jetzt hast du mal die Hauptwerke, die Beiwerke, schöne Zusammenfassung findest du gleich hier, ich sag mal, wo es schneller geht, es ist zwar gut programmiert, diese ganzen Schriften, die werden vollkommen neu, wenn du die liest. Aber wir haben ja zusätzlich noch genauso dann diese ganzen Beiwerke, wo ich dann immer wieder darauf hinweisen, du. Holofeeling ist, alles ist Holofeeling. Jedes Buch, jeder Roman, egal was du anfasst. Es ist ein winziges Nichts aus einem unendlich großen Kontinuum, was Heiligkeit ist. Das ist die Heiligkeit. Und mir geht es nicht um Wissen. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Da will ich jetzt gar nicht mehr mir anzeigen. Mein Stimmchen schonen. Diese ganzen Kindergarten. Die 200 Gramm Gnede. Du musst jetzt der irgendwann einmal begreifen. Mir klatscht das wieder zusammen. Du hast eine unendlich große Vorstellung. Dann habe ich ja alles umsonst gelernt. Du hast nie was umsonst gelernt. Du hast keine Erfahrung umsonst gemacht. Der Unterschied ist immer wieder die W-Fragen. Warum machst du das, was warum du machst? Frag dich einfach und gib dir Antwort. Es darf aber keine Kategorie 1 oder 2 Frage erwartet werden. Ich wiederhole nochmal. Kategorie 1 Fragen sind Fragen nach irgendwelchen raumzeitlichen Dingen oder Erscheinungen. Kategorie 1 Fragen sind die Fragen nach irgendetwas Vergänglichem. Einen ewigen Geist interessiert das Vergängliche in der Esse. International, in der Natio heißt eine innere Geburt, das habe ich dir gerade gezeigt. Und in der Esse ist ein inneres Sein. Kategorie 1 und 2 Fragen, die sich nur auf vergängliche Erscheinungen beschäftigen, die interessieren einen bewussten Geist im wahrsten Sinne, Sinus des Wortes, nur am Rande. Die Welt, W-I-L-D, hast Brandopfer, ein polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst, dass was Neues in dir auftauchen kann. Rand, Sand, Land,
Wand, ein die, ein die, ein die, ein die. Wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wird die Zeit, auch die Zeit wird ruhen. Es gibt nur noch ein Jetzt. Und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer, UB 86 Elayom, wird nicht mehr sein in Bezug auf Existieren. Du wirst nie mehr sagen, Gott existiert. Was existiert, ist vergänglich, dann denkst du an einen vergänglichen Gott. Gott ist ewig und Gott ist heilig, er ist nicht denkbar. Ich habe dir gerade erzählt, was du selbst bist. Genau. Du bist der Einzige, bist, der die Informationen, die du jetzt selbst in dir aufschmeißt, erlebst. Erlebt irgendjemand anders deine Informationen, deine Gedanken? Erlebt irgendjemand anderes das, was du jetzt auf deiner Verabrede siehst, was deine Information ist? Es ist nicht da aus. Vergiss es. Wenn du im Gegenwart lebst, kann irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, dich heraussuchen, dass du ihn denkst. Kann er anders sein, wie du in dir denkst? In was für einem Wahn lebst du, dass du die Menschen ausdenkst, Steppen ausdenkst und denen vorwurfst, dass sie so sind, wie du sie denkst? Das sind die Sätze, die ich wiederhole. Zeig die ganz tief in dich rein, hör dir diese 5 Stunden an und mach dir jeden Satz bewusst. Beobachte, wie du darauf reagierst und ob du es wirklich verstanden hast in deiner Arroganz. Und ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst zu erkennen, dass diese Sätze von Holofilen, dass Holofilen die einzige Weisheit ist, die wirklich mit 100%ig sicheren überprüften Fakten, Tatsachen arbeitet, deutlich darin, dass du dir das ausdenkst. Ja. Und dann verwandelt die Welt wie durch Zauber. Das könnte ich wieder sagen, das Geisteszungen erleben das mittlerweile schon. Mhm. Du dich vielleicht darüber aufdenkst, aber nicht die Gedanken, die du dir jetzt denkst. Du musst fragen, gehöre ich schon zu den Geistesfunken, die nur noch angehört sind von Wundern? Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe viel Freude an meiner Nadja, die hier teilweise auftaucht, die lacht von morgens bis abends, sie ist nur noch sprachlos. Die sagt, Uli, ich war die kriegt welche Kleinigkeiten, ein Schweiß, schwitzig. Ich sage, Gott ist schwitzig. Ein Schweißausbruch. Und sie erkennt jetzt, wie wichtig die Vatersprache ist, weil du aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen generierst wie bisher. Wo du früher Angst in dir ausgelöst wurde, lachst du mittlerweile. Das ist das 180 Grad drehen. Das muss man drehen. Und es installiert sich selbst, indem man die Live-Stelle, solange du angepasst bist oder meinst, ich rede immer mit deinem Geist, das ist ganz wichtig. Du musst trennen, alles, was ich sage, geht an den Geist, der seine eigenen Informationen, seine selbst erschaffenen Informationen in sich selbst erlebt. Das ist das Symbol des träumenden Geistes. Und der sich als träumender Geist in der Stufe nicht raussuchen kann, was er träumt. Er hätte die Freiheit, die Sache mit dem Gefängnis. Einfach 5 Stunden ist alles drauf. Auch auf hunderten von anderen Selbstgesprächen. Diese unendliche Arroganz von Menschen, die du dir ausdenkst, sind immer noch ein Spiegelbild von dir selber. Wenn das wirklich installiert ist, was du niemals irgendjemandem, den du jetzt denkst, vorwerfen, dass er so ist, wie du in dir jetzt denkst. Und du wirst dir die Frage stellen, warum denke ich das eigentlich? Was habe ich zu lernen? Ich weiß dir sagen, das Loslassen. Genau. Das Loslassen. Zuerst das Loslassen, mit dem Wahn, dass du der dass bist, an dem du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das Loslassen von Feindbildern, dass du meinst, irgendeine Facette, die als Information in dir auftaucht, wäre nur gut oder nur schlecht. Liebe deine Feinde, sagt dir der, der ich bin. Das ist das Geschenk. Und es ist nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Das ganze Holofeeling ist nur für dich. Und jetzt ist natürlich, dass du in sehr, sehr viele Formen in Erscheinung trittst. Weil wenn ich dich jetzt frage, wer bist du jetzt? An wen denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Denkst du nur an eine einzige Welle? Und dann kann ich 1000 Mal sagen, wenn du immer bist, bist du all die Wellen, alle Gedanken, die in dir auftauchen, aber keine dieser vergänglichen Gedanken, weil du eben immer bist. Du bist ewig. Und wie krank ist dein Bewusstsein, wenn du sagst, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht? Das ist das. Und nochmal ans Herz, dann lassen wir es gut sein. Hör dir die 5 Stunden an. Nochmal zweimal, nochmal dreimal. Du wirst feststellen, das habe ich schon zigfach gemacht. Wenn Holofilien im Leben in Erscheinung tritt, diese ganzen Holofilien-Bücher,
Es ist definitiv so, jedes Buch, das du liest, jede Zeitung, jetzt aufgrund eines Mechanismus im Traum, jeden Film, den du dir anschaust im Fernsehen, ist verlorene Zeit. Zieht dein jetziges Dasein mit dem Stehen und Gehen, mit dem Gesunden, mit dem Lachen, mit dem Trauer, mit dem Melancholie ins Ewige. Du wirst jede kleine Freude, die du erlebst, wirst du wieder im selben Maß gegenkompensieren müssen mit Krankheiten und mit Leid, bis du ein vollkommen neues Denksystem in dir zulässt. Ich hindere dich nicht daran, du kriegst es von mir geschenkt. Aber es müssen Grundvoraussetzungen gelegt werden. Und das ist zuerst einmal, dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Solange du noch irgendjemand oder etwas Schuld gibst, dass du dich schlecht fühlst, dass die Welt so ist, es ist so schön rumzukotzen, sich voll Idioten auszudenken und meine, man hätte mit den Menschen, die man sich ausdenkt, nichts zu tun. Ich sage, umso mehr du das begreifst, wie sieht das aus, wenn du erkennst und diese einfachen, kindgerechten Metaphern, was passiert, wenn du ein Autor bist und du schreibst Zeichenerwecker und du schreibst einen Roman? Auch ein so ein Beispiel, das ich immer wieder wiederhole. Da muss jeder Charakter, den du in den Roman reinschaffst, muss genauso sein, wie er ist. Stimmt oder stimmt? Und wenn jetzt Schriften in dir auftauchen, wo du meinst, da habe ich damit nichts zu tun, wo meinst du, wo die Bücher herkommen oder die Zeitungen herkommen, wenn du träumst? Und dann sind da Schriftzeichen, sind Worte optisch gesehen auf deiner Farbbrille, vom fetzen Papier oder vom Monitor. Und was machst du, wenn du die Worte anschaust, wenn du liest, sprichst du? Und dann wirst du feststellen, wenn du das genau beobachtest, du musst nur schauen. Und schweigsam dich nicht einmischen. Ganz wichtig. Den Zustand des Beobachters hast du erst, wenn du schaust, ohne zu reagieren. Du siehst deine Reaktionen, du darfst aber nicht mehr auf die Reaktionen von dir oder irgendwelchen anderen, die auftauchen, reagieren. Sondern du machst dir bewusst, warum reagiert jetzt der so oder so, gleichgültig, ob du jetzt an deine Logik oder an eine andere Logik denkst. Wieso hat der bei dem Reizauslöser Freude und den ekelt's? Es hängt von dem Programm ab, das man zum Denken benutzt. Und all diese Programme durchlebt nur ein allereinziger Geist, das bist du. Außer du kommst jetzt auf die höhere Ebene, dann wird alles ganz anders. Und das zu beschreiben, ich weiß es und ich kann es, aber nicht dir beschreiben, so wenig wie du einem Zweijährigen erklären kannst, wie ein Fernseher funktioniert. Das kannst du ihm vielleicht erklären, wenn er 20 ist. Das sind meine einfachen Metaphern. Diese Demut muss man einfach hinnehmen. Und es passiert von vornherein, also mach dir keine Gedanken. Ich sage nicht, dass dir was passieren kann, sondern ich sage, du bist ein Nichts. Du bist die Energie, die kann nicht zerstört werden. Aber du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du die Chance jetzt nicht annimmst. Und das Ganze richtet sich nur an einen Allereinzigen, nämlich an dich. Und nicht an den, der du jetzt zu sein glaubst. Das macht dein Programm. Das hast du zu durchschauen. Und wir machen jetzt da eine kleine Zusammenfassung. Ich stelle diese nach diesem Update, nach diesem Selbstgespräch, wie ich das nenne, nochmal, dass du nicht hersuchen musst, diesen Vortrag rein und nochmal einige andere Videos, wo du eventuell anklicken kannst. Aber auch hier gilt, wenn du immer Bestätigung brauchst, noch von anderen. Es gibt nichts Wichtigeres, wie sich mit Holofeeling beschäftigen, weil alles, was du liest und alle Filme, die du anschaust, die ja alle wieder, die du dir anschaust, was auch vollkommen okay ist, man braucht immer wieder mal eine Auszeit, sich klingt eigentlich doof, wenn ich sage, manchmal muss man dann wieder normal denken. Wirst du gar kein Bedürfnis mehr haben an einer gewissen Reife. Das ist wie im Alterungsprozess, dass man keine, wenn jetzt zum Beispiel ein ausgedachter Redner in seinem Alter sagt, Mensch, früher war es so toll in der Uzi-Uzi-Disco oder hier Pommesgabel im Affenkäfig. Du wirst feststellen, du hast gar keinen Spaß mehr. Die Reizüberflutung, es hat alles seine Zeit. Es hat alles seine Zeit, es gibt hier nichts mehr. Du wächst förmlich heraus. Das ist das Verrückte, dass die Gnade selber, der Geist, der träumt, lässt alles mit sich machen, das ist fordert dein Wille geschehe. Er wehrt sich gegen nichts. Wie ein guter Schauspieler, der sagt, ich will mal alle Charaktere spielen. Und mit dem Romanbeispiel muss dir auch klar sein, wenn du irgendetwas nicht mehr haben willst in deiner Welt, zerstörst du die Heiligkeit von dir selbst. Ohne Krankheiten gibt es auch keine Gesundheit. Und dann brauchen wir auch keine Ärzte, dann gibt es keine Krankenhäuser. Wie habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, dann hätte ich ja niemals die Schwarzwaldklinik anschauen können. Mhm. Wobei die Schwarzwaldklinik natürlich ganz gut ist, weil schwarz, wissen wir, heißt ja ein Nichts, das zu laufen beginnt. Mhm. RZ,
Red und nick. Und ja. Ist ein doppelt aufgespannter Gott. All, der sich in sich in vier Phasen öffnet. Das ist das C hoch 4 in der Einstein-Formel. Jetzt kannst du sagen, da komme ich nicht mit. Ich sage dann, du wirst da bleiben dürfen, solange du willst, bis du freiwillig mitkommst. Es ist eine Schule, wo die Grundvoraussetzung nicht ist, dass du irgendwas Intellektuelles wissen müsstest oder dir merken müsstest. Du musst wissen, was du bist und was deine Gedanken sind und wo sich das Ganze abspielt. Das ist das Einzige. Dann hast du dein Lehrziel in diesem Leben erreicht und dann lasse ich dich auf einer anderen Ebene wach werden. Ich habe da so meine Möglichkeiten, glaub es mir. Sehr schön. Das sind so Kleinigkeiten, wenn ich immer wieder, ich kenne so viele Geschichten, sagen, wenn man mit dem Udo zusammen ist. Wir sind beim Essen in einer ganz normalen Bauernkneipe und essen den letzten Karpfen. Es ist die Karpfensaison. Holger, mein Marion, die Nadja und Asche. Und das ist also hier bei uns im Krieger. Und das ist eine richtige, da sind nur Alte drin, das ist eine richtige altgutbürgerliche Kneipe. Und ich habe gesagt, Mensch, da musst du wirklich einmal, wir waren da eigentlich noch nie groß innen im Lokal essen, du musst da mal essen, Fritten essen. Der macht die besten Fritten, die ich überhaupt kenne. Und der Rest ist, das Ganze ist ein bisschen Salat. Das merkt eine sehr weise Geschichte, wo ich dir jetzt sage. Ist so, wie ich das aus meiner Kindheit, ich rede jetzt wieder bröslich, so aus die 60er Jahre kenne. Der kannst du genauso essen, wie du in Gaststätten gegessen hast in die 60er Jahre. Und dann sage ich aber, die Pommes frites hat es natürlich damals auch schon gegeben, aber der macht wirklich so köstliche Pommes frites. Wenn das ein Schnitzel ist mit Pommes frites oder mit Kartoffelsalat. Kartoffelsalat ganz einfach, aber perfekt. Und dann ist am Nebentisch kommen ein paar Leute her und die essen nur Pommes frites. Ich sage das, die essen nur Pommes frites. Und dann deutlich so rüber, sage ich, weißt du, wieso kannst du dir vorstellen, dass Erwachsene Mittagessen gehen und nur sich Pommes frites bestellen und im selben Moment sagt die am Nebentisch, da gibt es die besten Pommes frites auf der ganzen Welt. Ich sage, ich habe da so meine Möglichkeiten, wenn man genau aufpasst. Aber dann kommt der Karpfen und jetzt kommt natürlich sehr interessant, wenn du jetzt den Karpfen nachschaust. Das ist ja eine fränkische Spezialität, im Bierteig gebacken, BR in mir erwacht. Dieser Karpfen ist genau genommen, heißt eigentlich ein Spiegelkarpfen. Ein Spiegelkarpfen. Musst du mal den Karpfen auf Hebräisch nachschauen, im Wert 888, sagt dir das was? Und jetzt ist bei uns hier nochmal genau genommen, gibt es natürlich so, wie es verschiedene Affen gibt und verschiedene Hühnerarten, gibt es auch verschiedene Karpfensorten, aber hier ganz besondere ist der Aisch grüne Spiegelkarpfen. Aisch, die Aisch ist im Franken ist ein Flüsschen, Aisch ist der Mann. Der Aisch, Spiegelkarpf. Der Mann ist der Spiegel. Wir sind wieder beim Thema. Ich sage, meinst du, das ist Zufall? Nein, du lebst in einer Matrix. Und das Geschenk, das ich dir mit Holofeeling mache, es heißt eigentlich, ich reiche dir die Hand. Wie dann der Vinci mit dem Finger. Ja. Die meisten beißen danach und die meinen, was ist das für ein Spinner? Und dann bäumt sich das Ego auf. Und ich sage immer und immer wieder dazu, Holofeeling mischt sich in deinem jetzigen Leben überhaupt nicht ein. Im Gegenteil. Du sollst es, ohne dass du dich einmischst, laufen lassen. Spiel deine Rolle. Aber werde zu dem, der das, was du dir ausdenkst, erlebt, das, was du dir ausdenkst, erlebt kein anderer. Das ist kein ESO-Geschwätz. Und das bisschen schwanger, wenn ich sage, gibt es nicht. Das ist die große Schwierigkeit. Es werden immer mehr in die Auftauchen in dieser Richtung, aber die hängen immer noch in dem Materiellen mit dem raumzeitlichen Nicken. Das wirklich Wesentliche, dieses totale Cut, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Du musst begreifen, dass du nicht der bist, an den du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Es ist eine Information, eine Form der Gnade, wie jede andere Form auch. Kommt und geht mit dem nächsten Gedanken. Und dass ohne dich da außen gar nichts existieren kann. Es ist nur in diesem Zentrum der Camera Obscura. Es gibt kein hinterm Spiegel und kein vorm Spiegel. Das ist das Plus 5 Minus, das ist das Hobby. Und dazu brauche ich nicht für Intellekt. Und jetzt kommt das Lernen. Das muss ich noch kurz zum Abschluss sagen, ist auch auf den Selbstgesprächen drauf. Alles, was du mit Kaufmannsdenken machst, um irgendetwas angeblich in der Zukunft zu erreichen, ist eine Sackgasse. Und jetzt erinnere dich an deine Schulzeit, welche Sachen du dir hineingezogen, gelernt hast, um eine Prüfung zu bestehen.
einen Doktortitel zu erreichen. Aufgeblasenes Ego. Oder ich muss ja die Prüfung bestehen, weil. Sagt alles deine Logik. Lernen tust du was, wenn dich im tiefsten Innern was interessiert. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt anfängst, Holophilien zu studieren, weil du meinst, dann wird dein Leben besser. Lass es. Das ist Kaufmannsdenken. Wenn du die Reife hast, wirst du das anfangen zu studieren, wie jetzt ein Redo-Charakter, weil es ihm im tiefsten Innern interessiert, weil ihn das interessiert. In dem Moment, wo du dich aus tiefsten Innern dafür interessierst, hast du die Reife. Mhm. Ansonsten bist du angstgetrieben. Vom Fallen getrieben mit Kaufmannsdenken, wo du dir Belohnung ausrechnest. Bei Holophilen gibt es keine Belohnung. Die Belohnung besteht darin, dass du ein Heureka kriegst. Du kriegst ein Verstehen. Da steht das Wort Ehe mit drin. Ein großes Verstehen. Und schon jetzt in deinem normalen Leben, wenn dich als Kind zum Beispiel einem Menschen was interessiert, aus tiefstem Sinn, weil es brennt, was rauszukriegen, was ihn im tiefsten Inneren interessiert. Und dann kommt dieses Heureka. Das ist dann der Punkt des Verstehens. Das ist was Eigenartiges, wenn du das beobachtest, ist nicht ein Hauch eines Gedanken, hoffentlich vergesse ich das nicht. Dieses hoffentlich vergesse ich das nicht, bezieht sich immer auf so zwanghaft mühselig sich angeeignetes Wissen, das man aus sich selber ja immer nur entfalten kann. Du kannst nichts vergessen, weil alles ist in dir drin, es kommt aus dir raus. Die Frage ist bloß, auf wie viele der Möglichkeiten, die du in dir drin hast, greifst du zurück? Zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Internet gehen. Wir bleiben nur deutsch. Du hast so eine nicht an Internetseiten, die du als Informationquellen benutzt. Musst du mal den Spaß machen, gib mal hier, das immer bei Wikipedia habe ich das gezeigt, auch in einem Selbstgespräch, wo ich hier sage, Mensch, ich habe jetzt Wikipedia im Booty nachgeschaut, schau mal, wie toll der ist doch super, das gibt es doch gar nicht. Und ich habe nur das russische Wikipedia aufgemacht und habe das dann auf Deutsch übersetzen lassen. Du siehst es im ersten Moment an der Maschine überhaupt nicht, dass das Russische ist. Geh mal ins israelische Internet und gib Palästina ein. Jetzt wird mit diesen vielen Perspektiven der Tasse konfrontiert. Ja, klar. Ich habe so Sachen gezeigt, auch mit den Google-Übersetzern, wenn man Sprachausgabe macht. Gib einen deutschen Text ein bei Google, den kannst du ja vorlesen lassen. Und dann schalte, wenn du den deutschen Text bei Google drin hast, schalte um einfach mal, als wenn es Französisch wäre, und lass dir das vorlesen. Und dann wirst du mit einem schönen französischen Dialekt konfrontiert. Das sind lauter so Spiele, das sind es ist maschinengeneriert. Und du bist definitiv als normaler Mensch, dein blaues Ich, dein Ego ist nicht mehr wie ein Chatbot. Selbst lassen wir es aber gut sein. Gut. Also wie gesagt, wertfreier Vortrag, gib dir diese 5 Stunden und du wirst feststellen, ich habe jetzt muss ich wieder bröselig werden, das ist natürlich immer der Geist im Hintergrund, die haben jetzt das gemacht, die sagen, oh, der Wahnsinn, ich habe das schon 3-4 Mal gehört. Mhm. Ich habe das natürlich vor 2 Jahren, nachdem das veröffentlicht wurde, ich könnte jetzt meine Ritter nehmen, die war ja mit in dem Vortrag drin gesessen. Und das sind Leute, die hören sich das eh 2-mal oder 3-mal danach noch an. Und jetzt habe ich es 2 Jahre nicht mehr angehört. Jetzt habe ich es wieder angehört. Es haut rein wie eine Granate, das bewusst wird. Er sagt immer wieder dasselbe und man vergisst es immer wieder. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Und deswegen lebst du die Welt deinen Interessen weiter. Wenn ich mal einen Redo-Brüssel nehme, du hast halt einen Fokus in deinen Interessen noch in einem gewissen Bereich. Das ist auch okay, es muss dir bloß bewusst sein, dass du da ausdobst. Und ein anderer interessiert sich für was anderes. Aber die Feindbilder müssen weg sein. Das Helfen, immer was du einem anderen tust, tust du dir selber. Auch wenn du ein Wissen entziehst, vorhin hältst. Das ist das große. Eine Sache habe ich noch, das machen wir jetzt noch, da muss ich nicht reden. Wir hören uns mal einen großen Meister an, der dann doch kein Meister war. Den kann man laufen lassen. Das ist Magie der Sprache. Das ist ein Vortrag von Dobald Detlefsen. Gott hab ihn selig. Was hier interessant ist, da wurde hier ein Vortrag eingestellt, das sind 4 Teile, die kann man dann abrufen, wenn man will. Ich mache jetzt mal den 3. Teil rein. Das ist ein wirklich großer Mystiker gewesen, aber er ist wie Sokrates oder sonst wer nur ein Gedanke. Er ist im weltlichen Sinne auch das, er hat dieselben Fehler gemacht wie alle anderen. Die meinen, die haben irgendwas verstanden und meinen, er will Menschen überzeugen von irgendetwas. Ich will einen Gedanken von mir, den ich denke, nicht von irgendwas überzeugen, wenn ich den anders habe. Das denke ich mir ganz einfach anders.
Um mir den anders denken zu können, muss ich aber mein Programm verändern. Das fällt auch in dem Selbstgespräch. Das heißt, wenn du jetzt ein Videospiel spielst, eine offene Welt mit einer Verabredung, solche Spiele gibt es, dann muss dir jetzt klar sein, alles, was auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist auf der Datei. Ja. Auftauchen wird nur das, wo du hinschaust oder wie du dich hinbewegst, wo du hinläufst. Ja. Es wird, das Spiel ist deine KI. Das macht die Bilder und du greifst auf eine Datei zurück mit unendlich vielen Möglichkeiten. Das ist Gott in dir. Nicht nur auf einige wenige Facetten, wo dich interessieren. Und wenn ich jetzt wirklich was vollkommen Neues sehen will, was das überragt, was meine Datei hergibt, muss ich das Programm verändern. Erst dann gibt es wirklich vollkommen neue Bilder. Wobei jetzt in dir schon so unendlich viele Bilder sind, ich sage in dem Vortrag mehrere Male, du kannst dich in ein Flugzeug setzen, auf ein Schiff gehen, du kannst eine Weltreise machen. Aber egal, was in dir auftaucht, das ist jetzt schon in dir drin. Mhm. Und das ist immer noch die Haarwelt. Die Welt, die man mit dem Haarbetriebssystem macht. Wenn wir höheres Betriebssystem machen, dann kommst du in einen Bereich, den du dir jetzt in keinster Weise vorstellen kannst oder mit deinem jetzigen Intellekt aktivieren kannst. Ja. Dann musst du ein komplett anderes Programm aufspielen. Das ja schon in dir drin ist, das ich in dir freischalte, wenn du dieses Leben verstanden hast, was du zu lernen hast. Mhm. Dem Leben hast du nicht zu lernen, wie man programmiert. Ich zeige das in Ansätzen mit der Fahrersprache, ist aber sekundär, sage ich immer. Du musst wissen, was du selbst bist, was deine Gedanken sind, warum das ist, was du jetzt erlebst, das ist, weil du es denkst, weil du es träumst. Mhm. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Du musst allumfassende Liebe sein und du bist keine allumfassende Liebe, solange du in dir noch irgendein Feindbild hegst. Du bist kein Christ, wenn du irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht mehr haben willst, strafen willst oder anders haben willst, wie es jetzt auftaucht. Dann bist du kein Christ und du wirst nicht wach werden. Und jetzt hören wir doch ganz kurz rein. Wenn wir hier sprechen, und mag es nicht eine bestimmte Sprache gewesen sein, die wir kennen oder die es in der Welt gibt, all das sind keine Gegenargumente, sondern es bleibt erst mal bei einem Phänomen, dass über Sprache eine ganze Schöpfung ins Dasein gerufen wird. Dass über Sprache eine ganze Schöpfung ins Dasein gerufen wird. Im Anfang war das, das ist die Vatersprache IQBs. Da weiß er natürlich auch nichts davon und weißt du wieso? Weil er dieses Pixelmännchen, bloß ein Gedanke von dir ist und selbst ein Detlefsen, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Wenn du dich über den schlau machst, das ist der Esoterik-Kopf der Welt retten wollte und unheimlich viel Geld abgegriffen hat. Ja. Es ändert aber nichts daran, dass alles, was dieser Mann erzählt, jetzt ausgedachterweise, mit das Feinste, ich sage mal, ich benutze das Wort Esoterik, an Esoterik ist, was es in einer Welt gibt. Und dieses Phänomen zieht sich bis in unsere Welt, wo ja die Besonderheit des Menschen ist, die Sprache. Da mag es Informationsaustausch und Kommunikationslinien geben bei Tieren, die auch Laute haben, aber sie haben keine Sprache. Die Sprache gehört zum Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und auch das können Sie getrost wörtlich nehmen. Die Sprache gehört zu den Adam, nicht zu den Enos. Bei den Enos sieht es folgendermaßen aus. Wir haben ja ein schönes hebräisches Wort, das kommt mehrere Mal in der Bibel vor. Ja, Mama. Das heißt Haustiervieh. Wir haben natürlich auch die Chit. Für das Wort Vieh gibt es verschiedene hebräische Wörter, so wie es für Mensch verschiedene Wörter gibt. Und das ist jetzt das Haustier speziell. Aber ganz interessant, wir wissen die Vorsilbe B, das heißt ja, in ihr ist was. Jetzt bin ich wieder hinkommen. BH heißt in ihr, in der Welt ist was. Was ist eigentlich in der Welt? In ihr ist weiblich. In ihr, BH ist was. Und das B selber, wir schauen uns einmal das H im H Einzelnen an. Und jetzt hast du Brausen, Brummen, Gurren, Leimen, Rauschen, Unruhig sein. Interessant. Es ist schlichtweg und einfach in dir, in der Frau sind das Geräusche, lautmalerisch. Und alles, was Geräusche von sich gibt, das ist nicht nur ein Brummen des Bärs, das Gurren des Hundes, das Miauen der Katze, das Muhen der Kuh,
und so weiter und so weiter. Das Gurren der Tauben, es ist auch das Rauschen der Meer, das Rauschen im Meer oder das Rauschen der Blätter in einem Baum, wenn ein Wind reingeht. Das sind Geräusche, die werden von irgendjemandem, den du dir jetzt ausdenkst, ausgestoßen oder abgegeben. Das bezieht sich auf Geräusche, wo derjenige, der das von sich gibt, in keinster Weise weiß, was diese Geräusche bedeuten. Das heißt, ein Tier weiß nicht, was es bedeutet, was es spricht. Meine Sache mit dem Papagei. Er äfft, der Affe äfft nach, der Menschenaffe äfft nach. Genau. Hat nicht gesehen, was die Worte bedeuten. Da können wir jetzt natürlich noch ins Griechische reingehen, dann werde ich dir zeigen, aber Sprache viel zu weit, lass uns den noch etwas weiter anhören. Das ist dieser... Linien geben bei Tieren, die auch Laute haben, aber sie haben keine Sprache. Die haben Laute. Das hat aber der Wind auch, wenn er in einen Baum reinbläst. Das ist keine Sprache wie die Vatersprache. Es ist Muttersprache. Es ist weibliche Sprache. Ein Programm, ein Missverständnis. Aber nicht das wirkliche Verstand. Du hast es nicht verstanden. Die Sprache gehört zum Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und das ist der Adam. Auch das können Sie getrost wörtlich nehmen. Auch wenn damit nicht dieser Mensch gemeint ist, der gerade hier unten rum. Redo, ich habe ein kleines Echo drauf. Hörst du das auch? Redo? Ja. Du musst deinen Lautsprecher wegmachen. Es muss bei dir sein. Komm weg. Nicht, dass das auf der Aufnahme drauf ist. Mhm. Siehst du schon wieder Probleme? Ich habe kein Problem damit. Ich sag's bloß. Mhm. Gut? Rumläuft? So ist der Mensch, Sie würden vielleicht sagen, der Archetypus, sehr wohl in seinem Ebenbilde geschaffen und ist interessant. Im Ebenbild, Be'ilet heißt hebraisiert im Kind, im Gotteskind. Die Be'ilet er, hebraisiert von rechts nach links, im Kind erweckt. Das ist Vatersprache, es ist ein Programmcode. Vorbehalten, jenes größte Vehikulum zu benutzen, das Gott benutzt, für alles. Er spricht. Und wenn er spricht, dann ist Sprechen identisch mit Verwirklichung. Sprechen, wenn er spricht, E Quadrat R. Wenn er spricht, ist es identisch mit Verwirklichung. Du denkst etwas und es ist da. Du sprichst in deinen Kopf, wenn du denkst. Und ich weise immer wieder darauf hin, die meiste Zeit machst du noch gar keine Bilder draus, wenn du sagst, ich gehe jetzt zum Einkaufen. Und er spricht eine Sprache, und auch das meine ich sehr konkret, eine Sprache, die nie in die Welt gestürzt ist, die nie die Welt hier gesprochen hat. Das ist jenseits. Was du denkst, ist nicht in der Welt da außen. Es ist aber sehr wohl dein Rand. Es sind schon deine Informationen. Jetzt muss man die Sache verstanden haben mit der Grundwelle und mit den Oberwellen. Gibt es auch reichlich, wenn ich immer wieder sage, was ist eine Grundwelle, was ist eine Oberwelle. Mein schönes Beispiel, wo ich sage, wenn dich jemand anruft. Du gehst am Telefon und nimmst das Telefon in der Hand, jetzt als Brösel ausgedachterweise, du sollst es ja beobachten. Da taucht Klingelingeling in deinen Traum auf und du denkst an dein Handy oder ans Telefon. Das Telefon entsteht aufgrund dieses Klingelns, weil du aus dem Klingeln, das ist übrigens auch ein Wort, das ist ein Geräusch, das ist Sprache. Dieses Klingeln zwingt dich, an dein Telefon zu denken. Das ist ein Austauschen von Bildern. Klingelingeling, der Gedanke an Telefon. Du wirst dieses Telefon kurz materialisieren. Schau bitte das kleine Bild unten an. Du denkst es, du holst es für einen kleinen Moment. Ich mache jetzt einmal die Maus auf die VR-Brille. Einen kleinen Moment. Drückst auf den Knopf, hältst es ans Ohr und jetzt hörst du das nächste Geräusch. Das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Hallo, ich bin's. Und jetzt denkst du an deinen Bruder, an deine Schwester, deine Eltern, an deinen Freund. An der Freundin. Interessant ist es ja nur, hallo, ich bin's da gewesen. Dieses Hallo, ich bin's, du weißt sofort, wer dran ist. Weil dieses Hallo, ich bin's ist wie eine Grundwelle. Das ist meine Sache hier mit den Grundwellen und den Oberwellen. Wenn wir 400 Hertz wiedergeben von einer Flöte, von einem Klavieranschlag oder von einer Violine,
sind es immer 400 Hertz Grundwelle. Dass du sagst, das ist ein Klavier, das ist eine Violine, das ist eine Flöte, machen die Oberwellen aus. So ist diesbezüglich dieses Geräusch, hallo, ich bin's, eine Grundwelle. Und das sind ganz feine Oberwellen, die das etwas anders klingen lassen. Es ist aber immer, hallo, ich bin's. Und das sagt jetzt, das ist der oder das ist der oder das ist der. Interessant, sobald du jetzt an den anderen denkst, den du aufgrund dieser Worte in deinem Kopf erschaffst, das ist hundertprozentig sicher. Denkst du keinen Hauch mehr an den Telefonhörer und die ist gar nicht bewusst in Bezug auf diese Ebene, dass du das Ding am Kopf hinhältst und dass das nur quäkige Stimme in deinem Ohr ist. Und wenn, egal was der dir jetzt erzählt, kann dich in ein Chaos stotten. Meine alten Beispiele, wir feiern eine Party als Brüssel und der Brüssel, dein Handy klingelt, du gehst dran und du hörst die Geräusche, Polizei, ihr, irgendein geliebter Sohn, Frau, sonst was hat einen tödlichen Unfall gehabt. Einige wenige Geräusche in deinem Ohr und dann schaust du, wie dein Programm darauf reagiert. Das ist das Prinzip. Und die aufgrund des Fehlens einer Sturzbewegung noch direkt verwirklicht. Ich mache mal zurück. Sehr konkret. Eine Sprache, die nie in die Welt gestürzt ist, die nie die Welt hier gesprochen hat. Das ist die Vatersprache. Und die aufgrund des Fehlens einer Sturzbewegung noch direkt verwirklicht. Die höchste Form der Magie verwendet diese Sprache. Die 43, der Magier. Wahrlich, ich bin die 43. Und dann geschieht das, was eigentlich der Magie bis zur Bühnenzauberei immer anhaftete, ein Zauberspruch und es ist. Das ist nicht nur ein Traum und ist nicht nur eine Idee der Bühnenzauberer, sondern das ist das Grundthema höchster Magie. Man spricht und im selben Moment ist es. Es gibt, du denkst und im selben Moment ist es. Jetzt lass uns an die Erdkugel denken. Lass uns an Neandertaler denken, an den Eiffelturm denken. Was ist das verbindende Parameter? Der sich das jetzt denkt, der das in sich selber zuerst einmal die Worte spricht. Ja, ich spreche jetzt nicht. Doch. Das, was du jetzt hörst, ist deine Stimme. Das ist ein Lautsprecher, was spricht der wieder für einen Blödsinn? Das ist deine Information, da müsste ich jetzt erst einmal wieder wissen, was das Wort Stimme bedeutet. Nichts mehr dazwischen. Sprache und Verwirklichung fallen zusammen. Ich sage, diese Sprache ist nie in die Welt gekommen, sie wird aufs Höchste geschützt. Sie wird die Menschheit, die du dir ausdenkst, niemals mitbekommen. Niemals. Der Einzige, der das mitbekommt, ist den, den ich das jetzt sage, den ich das erzähle, das ist der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Das ist der Hammerschlag. Holofeeling zerstört alles, was du bisher geglaubt hast, ohne was zu zerstören. Es zerstört sich ja sowieso von Z. Jetzt haben wir schon wieder, was verstehst du? Weil Zer habe ich gerade erklärt. ZR ist die Geburt einer Berechnung. Du denkst was. In dem Moment entsteht was in dir, hier und jetzt. Was passiert, wenn du was anders denkst? Jetzt haben wir das Stören. S-D-Ö-R ist stur, wild, widerlegt, um dich herum, unbewusst ausgedacht. Das nochmal macht dich da nicht verrückt. Ah, ich kann die ganzen Bücher nicht lesen. So ist es ein Akt der Reife. Du wirst dich auch nicht für einen Zungenkuss interessieren, wenn du 4 Jahre alt bist. Vielleicht noch eher, wie wenn du 7 bist. Dann kommst du in den Bereich dieses Schünanden, nennt man das. Was passiert, wenn du über die Wechseljahre gehst, dann geht dir das wieder alles voll am Arsch vorbei. Dann beginnst du, dich für das Wesentliche zu interessieren. Denk an den kleinen Ausschnitt, den habe ich hier bei einigen reingestellt mit dem Heller. Warum muss man zuerst einmal 50 Jahre alt werden, um zu begreifen, wie blöd man ist, wenn man noch keine 50 ist? Sag das bitte nicht zu unseren grünen Politikern, die im Bundestag sitzen. Wo die große Masse meint, hier mit 24 oder 28 Jahren, sie wüssten irgendwas. Meine 7x7 immer wieder das Zurückschauen. Es ist auch vollkommen sinnlos, das irgendeinem Menschen erklären zu wollen. Ich betone das immer wieder. Auch das kommt in diesem schönen 5-Stunden-Vortrag vor, in dem Petra-Bild. Ja, du versuchst ja auch, die Menschen aufzuklären.
Ich sage, diese Beta, die ich mir aufgrund dieser Worte ausdenke, die kann es ja eh nicht verstehen. Es kann nur der verstehen, den ich das jetzt erkläre, und das ist der Geist, der sich diese Videos ausdenkt. Also musst du dir jetzt erst einmal klar machen, was du selbst bist, bevor du mich verstehst. Musst du die einfachen deutschen Worte verstehen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Das ist etwas Existierendes. Die Betonung liegt auf Tier. Und Tiere sind vergänglich und die können nichts verstehen. Und was noch viel schlimmer ist, wenn jetzt irgendjemand in dir auftaucht, wo du ganz klar dir einen Dummkopf ausdenkst. Aber dein Programm schreibt dir vor, zu sagen, ach, das ist ja meine Elsa, mein Kind, irgendwer, der dir am Herzen liegt. Das ist das, was in dem Petra, die vorkommt mit dem Robert. Du liegst mir am Herzen. Dich will ich aus der Sekte herausholen. Von dem Geschwätz von dem dilettanten Bachelor. Das sind ja wieder nur Worte. Ich sage, mir legen die Menschen, die mir am Arsch vorbei, die du dir ausdenkst. Und am allermeisten geht mir der vorbei, am Arsch vorbei, an den ich denke, wenn ich an mich selbst denke. Das ist der Unwichtigste überhaupt. Weißt du, wie frei das macht, wenn du von dir, Tier, genauso denkst, dass der für dich gar nicht mehr wichtig ist, dass du gar kein Interesse mehr hast, ihn am Leben zu halten? Dann streifst du deine Affenhülle ab und das macht dich frei. Ich glaube, das ist ein schönes, genügendes Vorwort. Ja, wie immer, Patch.